Ankara Lufthansa 600. Lufthansa 600, pass mal nicht. Lufthansa 600, there's a hatch field of thunderstorm clouds in front of us. We would like to turn left heading 080 to fly around. Lufthansa 600, approved, report clear weather. Turning left heading 080 and call you back, Lufthansa 600. Ja, da bin ich auch mal wieder kurz. Wie man hier gerade sehen kann auf dem Wetterradar, wir haben wieder Gewitterwolken entlang unserer Route. Da möchte ich dann doch gerne großräumig dran vorbeifliegen, weil ja, man sieht hier zwei tiefrote Bereiche. Da können wir auf gar keinen Fall durchfliegen. Man sieht es auch hier draußen. In der Außenansicht, da sind zwei riesige Gewitterzellen, die müssen wir auf jeden Fall umfliegen. Da können wir nicht durchfliegen, weil die Gewitterwolken gehen bis in die Stratosphäre hoch, jedenfalls solche hier. Und ja, da kann man nicht drüber fliegen, da muss man drüber rumfliegen, weil die Turbulenzen in diesen Wolken einfach zu heftig sind. Ja, und das machen wir jetzt und ja, werden dadurch noch ein paar Minuten Delay bekommen, ist aber nicht weiter schlimm, wir sind sowieso ja, sehr gut in der Zeit. Momentan sagt das FMC 14:24 Zulu kommen wir in Teheran an, also 16:24 deutsche Zeit. Das wäre, ich muss mal gerade schauen. Das wäre... Na, wo haben wir es denn? Ja, das wäre... 21 Minuten früher als geplant. Also da sind wir wirklich sehr gut in der Zeit und deswegen können wir uns das hier erlauben, da drumherum zu fliegen. Von der Zeit her, wir müssen sowieso drumherum fliegen, egal ob die Zeit jetzt passt oder nicht. Ja, und dann haben wir jetzt noch, ja, gute 1 Stunde 40, 1 Stunde 45 Minuten Flugzeit bis Teheran. Und in Teheran ist dann eine halbe Stunde Aufenthalt geplant und dann geht es auch direkt zurück nach Frankfurt. Ich habe die Route eben bereits geplant für den Rückflug. Die muss ich dann gleich nur noch einreichen auf WhatsApp, prefilen und dann, ja, geht es dann auch recht schnell wieder zurück nach Frankfurt heute. Und ja, ich hoffe, dass wir dann auch auf dem Rückweg durchgängig ATC haben werden. Bis jetzt auf dem Hinflug haben wir ja auch durchgängig ATC. Wir sind jetzt gerade über dem Schwarzen Meer, nördlich von der Türkei. Hier sieht man es auf dem EFB. Das magentafarbene Dreieck ist unser Flugzeug. Das orangefarbene hier, dieser Strich, das ist unsere Route. Wir sind jetzt ein bisschen nördlich davon, weil ich ja gerade den Gewittern ausweiche. Hier unten jede Menge rote Flugzeugsymbole, die sich auch Richtung Teheran bewegen. Viele fliegen auch nach Katar. Also ich glaube, der Flughafen von Doha in Katar, der hat heute die meisten Inbounds bei diesem Event, würde ich mal schätzen, zusammen mit Kairo. Ich glaube, die sind beide gleich auf. Ja, und am wenigsten Inbounds, glaube ich, hat dann Riyadh, so wie das gerade für mich aussieht. Ja, und Teheran ist so, ja, irgendwo hinter Doha und Kairo. Lufthansa 600, Ankara. Lufthansa 600, pass your message. Lufthansa 600, contact Ankara 118.550 and report your heading. With the heading to 118.550, Lufthansa 600, ciao. Okay, wir müssen jetzt einen anderen Ankara-Radar rufen. 118.550. Ankara Control, good afternoon. This is Sundair 9332 Heavy, level 410. Sundair 9332, hello Ankara, identified. Ankara, good day, Lufthansa 600, flight level 370, actually on a heading of 080 to avoid thunderstorm clouds. Lufthansa 600, hello Ankara, identified, are you clear of weather? Lufthansa 600, negative, call you back for right turn shortly. Lufthansa 600,
Roger, report time clear up to the dish. Roger. Ankara, Puffster 5109, hello, with the flight level 300, and sending you CPDRC currently. Okay, 5109, hello, Ankara, identified. Ja, wir müssen noch einen Moment auf dem Ausweichheading bleiben von 080. Der Ankara Radar möchte natürlich, dass wir wieder auf unsere geplante Route drauf fliegen. Da hat er uns am besten unter Kontrolle, aber das geht halt gerade nicht. Deswegen ja, müssen wir das jetzt hier weiter beobachten und sobald wir rechts zurück auf unsere Route fliegen können, also wir fliegen jetzt hier an dieser großen Gewitterzelle vorbei. Sobald wir dann rechts zurück zur Route drehen können, sagen wir dem Bescheid und dann wird er uns bestimmt irgendeinen Waypoint zuweisen. Ja, die Gewitterzelle, man sieht sie nicht nur hier auf dem Wetterradar, man kann sie auch hier aus dem Cockpit heraus sehen. Das ist diese große Wolke, die man jetzt hier auf der rechten Seite sieht. Und in der Außenansicht sieht man es auch. Ja, da ist diese riesige Gewitterzelle, dieser Pilz, der sich hier auftürmt. Da fliegen wir jetzt gerade dran vorbei. Ankara Control, Merhaba, Air France 062, flight level 310, inbound Bonham, estimated at 13250. Air France 062, hello, Ankara identified. Qatar 3-3-2, contact Ankara East, frequency 122.252. Qatar 2-3-2, Ankara Control. Ankara Lufthansa 600 is able for right turn heading 100. Lufthansa 600, turn right heading 100. Lufthansa 600 turning right heading 100 and call you for further right turn shortly. So, wir können schon mal ein bisschen nach rechts drehen auf heading 100 und ja, versuchen dann gleich noch weiter nach rechts zu drehen. Lufthansa 600 is able for right turn, direct Tango, Bravo, November and then asphalt. Lufthansa 620, Roger, proceed back to Tango, Bravo, November. Direct Tango, Bravo, November, Lufthansa 600, thank you. Gut, wir drehen wieder rechts rum auf unsere Route nach Tango, Bravo, November, VOR. Ich weiß leider gerade den Namen nicht von diesem VOR, ich glaube irgendwie Trabzon oder so heißt das.
Ich versuche das mal gleich rauszufinden. Ja, dann müssen wir L noch wieder aktivieren und ja, dann drehen wir jetzt also rechts zu diesem VOA und fliegen hier weiterhin an den Gewitterwolken dran vorbei. Ja, sehr schön. Das hat doch super geklappt hier mit dem Ausweichen.